Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ja, wir alle haben das Gefühl, dass sich vor Weihnachten nochmal alles verdichtet. Sie kennen das. Und offenbar ist es auch mit dem Nachrichtenstrom so. Deswegen werden wir heute wahrscheinlich zwei oder sogar drei Videos auf den Kanal hochladen. Das erste, was ich hier für wichtig halte, ist eins der Top-Aufregerthemen der vergangenen Tage. Bund und Länder einigen sich im Streit über Klimapaket. Sie kennen das. Hat jeder inzwischen gesehen. Die Bepreisung pro Tonne CO2 steigt von 10 auf 25 Euro an. Und das in einem Land, das sehr wenig zum Weltklima beitragen kann, wenn überhaupt. Wir wissen das alle. Und hier hat sich auf Twitter jemand die Mühe gemacht. Feldpost vom Kiffhäuser nennt sich der Teilnehmer. Ich danke ihm für den Hinweis. Der hat nämlich geschrieben, Impressionen aus dem CDU-Lager, ein kleiner Ausschnitt kürzlich getätigter Aussagen zur Einführung der CO2 Steuer. Ich habe mir das mal angeschaut und habe das auch noch erweitert, was der da an Beispielen gebracht hat. Beispiel 1. Altmaier hält wenig von einer CO2-Steuer. Das haben wir am 7. Juli 2019 gehört. Zweites Beispiel. Armin Laschet lehnt CO2-Steuer auf Benzin und Heizöl ab. Das kam von der WAZ am 15. Juli dieses Jahres. Beispiel 3. Krach in der CDU. AKK löst Streit um CO2 Steuer aus. Zitat: Annegret Kramp-Karrenbauer lehnt eine Abgabe für Kohlendioxid grundsätzlich ab. Weiteres Beispiel: CDU und CSU lehnen CO2-Steuer ab. Das war am 12. September dieses Jahres, also noch kürzer her. Die Unionsparteien haben sich auf Positionen in der Klimapolitik geeinigt. Positionen. So, noch ein Beispiel: Der Wirtschaftsflügel der Union lehnt CO2-Steuer ab. Das war bereits am 30. April dieses Jahres. Da sieht man, wie lange das Thema geköchelt hat und wie viel Zeit da war für Positionsbekundungen, für Zitate, die man in Kameras spricht. Noch eines, Nachteile überwiegen. CSU lehnt CO2-Steuer ab. Das war vom 3. Mai dieses Jahres. Und ganz nebenbei, Umfragen haben immer wieder ergeben, dass die Mehrheit der Deutschen gegen eine CO2-Steuer ist. So, das alles, dieser Beschluss und jetzt auch die Erhöhung auf 25 Euro je Tonne CO2, das kommt ja vor allem wegen des Drucks der Grünen zustande. Das heißt, wir haben jetzt einen Punkt erreicht, wo die CDU so biegsam ist, dass sie schon auf Forderungen von künftigen Koalitionspartnern eingeht.